Ein günstiger Mehrtagestouren-Rucksack, natürlich dann China-Marke, der mir sehr gute Dienste geleistet hat bis jetzt. Gut und günstig, das werden wir in diesem Video herausfinden. Viel Spaß dabei. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute möchte ich euch einen alten Begleiter von mir vorstellen. Und zwar den Mardingtop AirContact 55 Liter Rucksack. Den Rucksack hatte ich bei meiner Westweg-Tour, dem zweiten Teil zum Beispiel, dabei. Wenn du ein paar Videos dazu haben willst, findest du natürlich oben auf den kleinen Ausrufezeichen. Einfach mal draufklicken. Dort hat er mir einige gute Dienste geleistet in 1000 Meter Höhe. Links zu diesem Rucksack und sowieso Alternativen findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Einfach mal reinklicken. Zuerst aber einmal die harten Fakten zu diesem Rucksack. Wir haben 70 cm in der Höhe, 33 cm in der Breite und wenn ihr ihn bepackt habt, bis 24 cm in die Tiefe. Dabei wiegt er knapp 1,1 Kilo und hat ein Fassungsvolumen von 55 Liter, was aber ein bisschen mehr ist, wenn man noch was unter den Deckel quetscht. Es gibt kein mitgeliefertes Regencape. Das Polyester, was außen verwendet worden ist, ist wasserabweisend. Bei monsunartigen Regenfällen wird eure Ausrüstung aber nass werden. Das Außenmaterial ist gleichzeitig auch leichtes Ripstop, würde ich das nennen. Also ne, es ist kein festes Ripstop, da habe ich schon deutlich bessere Ripstops gesehen. Aber es ist in Ordnung und da, wo nicht so reißanfällige Punkte sind, wie jetzt hier zum Beispiel an der Seite von der Deckelklappe, da ist halt mehr so ein Polyestergewebe. Die Nähte sind in Ordnung verarbeitet, man merkt aber, wenn man an bestimmten Stellen zieht, der wird keine 10 Jahre unter Vollbelastung aushalten. Der wird einige Touren mitmachen, wenn man ihn nicht zu hart bepackt, wofür ja auch im Prinzip nicht gedacht ist. Also 20 Kilo solltet ihr hier mit drin nicht reintun, eher so bis 14, 15 Kilo, also ein klassischer 3-Jahreszeiten-Trekking-Rucksack. Das Wichtigste unter anderem sind natürlich die Nähte und das Tragesystem des Rucksacks. Wir haben gepolsterte Schulterriemen, die mit Meshgewebe bezogen sind. Das Meshgewebe, schwitzen, wenn etwas direkt auf der Haut ist, tut man immer beim Wandern sowieso. Da kann noch so viel Meshgewebe irgendwo sein und sich die Hersteller noch so tolle Bezeichnungen für Airflow und was weiß ich ausdenken. Schwitzen tut man trotzdem. Die Polsterung ist in Ordnung. Man kann hier schon ein bisschen reindrücken. Sie ist nicht völlig labbrig und nicht völlig steif, aber sie ist auch noch verbesserungsfähig. Die Rückenplatte ist relativ flexibel. Das heißt, entweder müsst ihr gut packen oder nicht zu viel reinpacken. Man sieht das hier so ein bisschen. Man kann das schon biegen, aber es gibt trotzdem ein bisschen dem Rücken natürlich den Widerstand. Dann haben wir hier hinten Polsterung, die finde ich sind gut gemacht, die sind schön weich, wieder Mesh. Ob man das braucht, ist die andere Sache. Dann hier wieder so ein schönes Zeichen von wegen, hier kann natürlich die Luft zirkulieren, was natürlich Quatsch ist. Es war noch nie bei irgendeinem Rucksack so, dass man da viel Platz hinten hätte. Also bei den ganz krassen mit einem tollen Gestell, das so ein bisschen vom Rücken abweicht. Bisschen, aber du wirst immer schwitzen am Rücken. Da kannst du gar nichts machen. Der Rucksack soll ja auch möglichst nah an deinem Rücken anliegen, damit das Gewicht nicht nach hinten übersteht. Das ist wieder Marketing-Gag. Wir haben Hüftflossen. Die sind sehr, sehr rudimentär. Also die sind absolut flexibel, so ein klein bisschen. Sie sind schon in Ordnung, um mal ein bisschen Gewicht raufzubringen auf dein Becken. Ja, das heißt schon nicht völlig kacke. Aber da ist absolutes Verbesserungspotenzial. Zum Beispiel bei der Größe hat das der VD Powder besser gemacht und gelöst. Da kriegt man das besser hin. Hier oben klassische Schlaufe. Ansonsten haben wir wie immer etliche Schlaufen, Lagekontrollriemen für die Schultern natürlich. Dann hier Reflektoren und natürlich auch ein Brustgurt mit Pfeife. Am Deckel haben wir ein großes Fach, das ist das hier, einmal aufmachen, das ist wirklich groß, also da kriegt man ordentlich was rein, ich würde schätzen, das sind gut 4 Liter Volumen, da kriegt man nochmal eine Jacke reingestopft, wenn man das denn gern möchte. Ansonsten haben wir an den Seiten Kompressoren auf beiden Seiten und unten Netztasche, finde ich immer wichtig, um da mal was Kleines an der Seite reinzustopfen zum Trocknen oder eine Wasserflasche, wenn man die mal schnell aufnehmen möchte. Nach vorne geht der Deckel
mit zwei Clips auf. Klack, klack. Und wir haben hier vorne ein kleines Gummiband mit Kordelstopper dran, was ich sehr praktisch finde. Dort habe ich schon das ein oder andere Mal was drunter befestigt, nochmal was extra dran geklatscht. Zum Beispiel, ich glaube, auf meiner Westwegtour hatte ich da meine Jacke dann dran. Das ging sehr gut. Ebenfalls befinden sich hier für Trekkingstöcke kleine Schlaufen, damit man die da irgendwie noch befestigen kann. Ich benutze nach wie vor noch keine Trekkingstöcke. Ich werde dazu mal übergehen, wenn ich im Sommer wandere zum Beispiel, um damit mal mein Tarp besser abspannen zu können etc. Aber noch benutze ich sie nicht. Aber auch hier ist eine Halterung dafür vorhanden, wie eigentlich bei jedem normalen Rucksack mittlerweile, muss ich sagen. Also selbst meine kleinen Tagestourenrucksäcke haben mittlerweile Befestigungen für Trekkingstöcke. Ich meine, sie sind ja auch noch mal extra praktisch, weil man kann da ja trotzdem immer noch mal ein bisschen was dran machen. Wir haben auf dem mehrstufigen Packsack, dazu kommen wir gleich, hier noch mal oben so ein Riemen. Das heißt, wir können hier noch mal eine Rolle extra drauf befestigen und festmachen. Finde ich noch mal extra praktisch, ne? Kannst du oben deine Isomatte zum Beispiel noch mal reintun und dann ist alles in Ordnung. Wir haben einen mehrstufigen Packsack. Das bedeutet aber nicht, dass wir ein Bodenfach haben, sondern einfach nur, dass wir hier wieder einen großen Packsack haben und dann haben wir oben unsere Dreck, unsere Schneeschürze, wie auch immer ihr das nennen wollt, so dass man hier dann zumachen kann, aber man kann noch was oben drein quetschen. Ja? Das heißt, beim Roten hier ist der Packsack noch nicht zu Ende. Drinnen haben wir zwei kleine Clips, mit die wir zum Beispiel dann eine Trinkflasche einhängen können. Und wir kommen an das Tragesystem tatsächlich auch ran durch einen Reißverschluss. Das hier ist eine Aluminiumverstrebung, dann ist hier härteres Plastik, so eine Art Skelett, wo dann außen nochmal kleine Aluminiumstangen drin sind. Ich finde, dass die Rückenpartie, obwohl sie so relativ flexibel rüberkommt, sehr gut, muss ich sagen. Also ich finde das ein gutes System, dass man so eine Art Skelettaufbau hat und nicht eine durchgängige Rückenplatte, sondern dass man in der Mitte einen dicken Träger hat, an den Seiten zwei kleine Träger und ansonsten ist es Hartplastik, was sich aber wie so ein Spinnennetz so ein bisschen darum windet. Ich glaube, dadurch kann man gut noch mal ein bisschen was an Gewicht sparen und auf meinem Rücken habe ich den Nachteil nicht gemerkt. Dann haben wir hier drin natürlich das obligatorische Trinkblasenfach. Immer sehr gut für Trekking, wie ich finde. Da gibt es nichts Geileres eigentlich zum Trinken. Und ansonsten haben wir hier drin nichts Besonderes. Es ist ein großer Packsack, der bis ganz nach unten durchgeht. Wir haben auch eine Öffnung, um den Trinkblasenschlauch rauszuführen. Und können dann schön hier an der kleinen Schlaufe zum Beispiel die rausführen. Dann haben wir es immer hier, wenn man das mag, und können dann immer einfach so trinken, direkt vom Schultergurt. Tja, und das sind auch schon so ziemlich alle harten Fakten, die es zu diesem Rucksack gibt. Es gibt einen kleinen Nachteil, beziehungsweise etwas, was mich ein bisschen stört, das möchte ich euch nicht verheimlichen. Dadurch, dass der Deckel hier nicht nochmal dort besser befestigt ist, also hier nicht nochmal so ein Mittelding hat, beziehungsweise näher dran machbar ist mit den Clips, weil die sind ja hier, also diese Schlaufen, die sind hier an der Seite, hängt der, wenn man nicht den Rucksack voll hat, und ja, sehr wenig drin hat sozusagen, immer irgendwann dieser Deckel hier so runter. Ne? Also dann ist hier sozusagen der Packsack und der hängt hier vorne runter. Das passiert nur, wenn du wirklich gar nichts drin hast fast oder sozusagen nur eine Wasserflasche. Wenn du ihn befüllt hast, passiert das so nicht und dann ist es auch nicht störend. Wenn du ihn allerdings leer oder halt wie gesagt sehr wenig bepackt irgendwo rumschleppst, dann ist das so. Das finde ich unschön. Hätte ich gerne anders gehabt. Ist aber nichts, was die Grundfunktion dieses Rucksacks irgendwie beeinflussen würde, weil er ist ja für Trekking gedacht, dass er zumindest halb voll bepackt ist und dann tritt ja dieses Problem normalerweise nicht auf. Tja, ansonsten fällt mein Fazit im Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Das ist wieder das Stichwort Preis-Leistungs-Verhältnis, positiv aus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich damit einfach so eine Westwegtour mitmache über fast 150 Kilometer, lass mich lügen. Lass es 150 Kilometer gewesen sein, mit 8 bis 14 Kilo Gepäck, je nach Essenslage, Trinklage etc.
Dafür hat er sich gut gemacht. Dafür hat er sich auf dem Rücken gut gemacht. Ich finde es schön, dass er hoch ist, eher anstatt breit. Das habe ich lieber, wenn die Rucksäcke ein bisschen höher statt breiter sind. Und mit den 55 Liter war das auch absolut ausreichend. Die ganzen Befestigungsmöglichkeiten, die dann nochmal außen dran sind, die haben mir auch sehr gut gefallen. Was nochmal aufgetreten ist, ist so eine ganz kleine Fadenlösung. Ihr seht das hier, ne? Also hier ist so ein ganz kleiner Faden, hat sich mal irgendwie gelöst, aufgebauscht, dadurch ist aber nichts aufgegangen oder sonst irgendwas. Also ist einfach ein bisschen was Abstehendes, das ist mit der Zeit noch passiert. Ansonsten, ja, habe ich den auch gerne zum Drehen mitgenommen, weil man halt ein Stativ da reinpacken kann, weil der relativ hoch ist etc. Und ansonsten würde ich sagen, ein guter Trekkingrucksack für einen vernünftigen Preis, also im Preis-Leistungs-Verhältnis absolut in Ordnung. Link findest du natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Den gibt es auch noch größer, ne? Also nochmal 15 Liter, glaube ich, drauf in der 70 bis 80 Liter Variante. Kannst du einfach mal reingucken. Ich glaube, so viel teurer ist der dann auch nicht. Und das ist ein absolut guter Rucksack, ne? Kann wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht mit dem VD-Rucksack zum Beispiel mithalten oder auch nicht mit dem Taschef-Rucksack. Aber es ist auch kein ganz billig Produkt, das sofort auseinanderfällt. Also irgendwo dazwischen. Für Anfänger würde ich sagen, ganz gut geeignet. Ne? Hat man nicht so eine Enttäuschung wie bei den manchen Billigrucksäcken, wie es jetzt zum Beispiel bei Aldi manchmal der Fall ist. Auch wenn ich nicht sagen möchte, dass alle Aldi-Rucksäcke schlecht sind. Aber man hat schon was halbwegs Vernünftiges für ein paar Touren. Ich hoffe, die kleine Langzeit-Review zu diesem Rucksack hat dir gefallen, konntest aber auch ein bisschen was mitnehmen. Schreib mir gern auch mal deine Meinung unten in die Kommentare. Vielleicht hast du ja auch diesen oder einen ähnlichen Rucksack. Kannst noch mal was beisteuern, was ich vielleicht vergessen habe. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Ausrüstung, wie immer, einfach durchklicken und in der Videobeschreibung alle Infos, die du brauchst. Wenn es dort mal nicht alle Infos geben sollte, frag mich. Dann wird wieder alles super, dann sind wir alle wieder happy und vielleicht antworte ich oder jemand anders antwortet darauf und dann ist alles gut. Ich sag dann mal, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.